habe das immer als Leidenschaft gehabt, aber nie als Berufsbild. Also das war natürlich der erste Zauberer, der erste Zauberkasten sozusagen. Das hat natürlich ganz klar mich geprägt. Dann war es so, dass ich, glaube ich, im Alter von 14 oder was Besuch bekommen habe von einem Offiziellen des Magischen Zirkel, der sozusagen mich inspiziert hat und angeguckt hat, ob der Junge was kann. Der Magische Zirkel ist so der Verein der Zauberer. Da kommt man auch nicht so ohne weiteres rein. Da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und da habe ich dann was vorgeführt und der Kommentar von dem war: Junge, hör auf, geh Briefmarken sammeln. Und das hat bei mir halt sozusagen das Gegenteil bewirkt. Ich habe gesagt, das ist für mich keine Option, jetzt erst recht. Und das war auch wieder so eine Motivation zu sagen, okay, du musst da noch eine Schippe drauflegen und üben und du kannst halt keinen vom Fach hier beeindrucken, wenn du dir irgendeinen Trick bestellst im Zauberladen und halt einfach eine Anleitung vorführst. Also das war mit Sicherheit auch sehr prägend für mich. Und dann tatsächlich natürlich auch das Ereignis, dass hier in Frankfurt mein Handy geklingelt hat und es hieß, hi, hier ist David Copperfield und er mir einen Trick abgekauft hat. Ja, das hat zumindest, gab es einen richtigen Karriereschub nochmal, das war 1999 und danach war ich quasi in aller Presse hier vertreten. Copperfield kauft Zauberkutschik von einem Deutschen zum ersten Mal. Und das hat mit Sicherheit auch so eine Art riesigen Marketing-Effekt gehabt, aber auch für mich so eine Art USP schon begründet, wo es heißt, der entwickelt halt auch eigene Sachen, die so gut sind, dass es der Copperfield kauft. Also das ist eben nicht der normale Zauberer, der Hasen aus dem Hut zieht, sondern das ist schon irgendwie was Modernes und Neues. Stil ist für mich schon sowas wie eine Art Handschrift, die man erkennt, eine Art, meine Persönlichkeit zu unterstreichen. Wenn ich sozusagen jetzt zum Beispiel über Kleidung rede, wenn ich etwas habe, was mir entspricht sozusagen und das noch unterstreicht und sich das durchzieht wie eine Art Handschrift, dann ist das für mich Stil. An Abaci gefällt mir, dass ich tatsächlich jedes Mal, wenn ich in den Laden komme, auch wieder staune. Das ist immer für mich auch so ein Wow-Erlebnis, weil ich immer wieder was Neues entdecke und mich auch inspirieren lasse tatsächlich von dem, was du hier kreierst.